Ja, also, die Veranstaltung ist ja fast zu Ende und ich nutze jetzt also diese Zeit, um nochmal zurückzukehren zum Ursprung, zum Anfang. Anna von Helmholtz, geboren vor 189 Jahren, eine wirklich beeindruckende Frau, die es mit ihrem Salon geschafft hat, oder wie wir gelernt haben, mit ihren Salons geschafft hat, Wissenschaft und Gesellschaft in Kontakt zu bringen. Und in dem Bemühen, diese Tradition fortzusetzen, möchte ich heute Ihnen etwas erzählen über meine Suche nach dem Sinn des Lebens. Und zwar auf etwas unkonventionelle Weise, nämlich mit Poesie und Mathematik. Und die bisherigen Versuche, diese Frage zu klären, sind vor allen Dingen literarisch unternommen worden. Also man setzt sich hin, überlegt sich irgendwas, es kommen viele dicke Bücher raus und dann Ergebnis des Ganzen ist, dass man eine große Auswahl von Lösungen präsentiert bekommt. Der Sinn des Lebens könnte also darin bestehen, zu streben nach Reichtum, Wissen, Unsterblichkeit und was noch alles. Solche Lösungen, ich habe es ja selber auch versucht, Sie haben es erwähnt, sind aber für mich etwas unbefriedigend, denn das sind ja anekdotische Herangehensweisen. Das heißt, da ist wenig Beweiskraft, nichts Berechenbares. Und ich bin ja Naturwissenschaftler. Und deshalb habe ich erst mal gedacht, ach, man müsste es ja mal mit Mathematik versuchen. Und Herr Adams hat das schon unternommen. Er hat es streng mathematisch versucht und hat ein mathematisches Ergebnis herausbekommen, dass der Vorteil dieses Ergebnisses wirklich exakt berechenbar, aber es hat wenig Relevanz fürs Leben. Ja, deshalb bin ich auf die Idee gekommen, man müsste doch versuchen, beides zu kombinieren. Und oh Wunder, ich bin dann als Hilfsmittel auf das Drehmoment gekommen, ganz zufällig. Ich arbeite ja schon seit langer Zeit im Drehmoment. Und das Drehmoment hat nämlich den unschlagbaren Vorteil, dass es einerseits, es geht um berechenbare Größen, und andererseits ist das zum Teil eine Sozialwissenschaft. Wirklich? Das werde ich jetzt erstmal zeigen. Wenn Sie an Drehmoment denken, dann sehen Sie natürlich sofort sowas. Ne? Das ist Drehmoment in der PTW. So sieht das aus. Aber stellen wir uns doch einfach mal ganz dumm und sagen, Drehmoment ist Kraft mal Hebelarm. Ja, und dann sieht das nämlich in der täglichen Praxis so aus. So, und schon sind wir mittendrin im Leben. So, und hier sehen wir, dass schon Konfuzius vor 2500 Jahren das Drehmoment als Inspiration für seine Gedanken genutzt hat. Also, das ist also schon mal ein Zeichen dafür, dass Drehmoment tatsächlich was mit dem Leben zu tun hat. Und um das noch mehr zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, dass das Drehmoment ganz tiefe Spuren in der Alltagssprache hinterlassen hat, weil es eben so tief mit dem Leben verwurzelt ist. Also zum Beispiel im Bereich des Traumas. Knickschlüssel und Losbrechen-Moment, das sind ganz wichtige Wörter im Drehmoment. Oder der Bereich Liebe. Nach Fest kommt ab. Hat sich etabliert. Ich weise jetzt mal darauf hin, das Nudelholz als Symbol der gereiften Liebe ähnelt sehr stark einem Drehmoment offenbar. Also das sind Hinweise darauf, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe also da weitergemacht und fand jetzt noch eine weitere sprachliche Überlappung, die sich als Lösung dann zeigen, oder als Lösungsweg zeigen würde, nämlich die Dichtung. Die Dichtung, ne, Warnplätze müssen verdichtet sein, die Dichtung, wenn wir an Dichtung denken, was ist die größte Dichtung oder eine des größten Themas in der Dichtung in Europa, das ist die Suche nach dem Gral. So, und wenn wir jetzt den Gral nehmen, das ist ja, gibt es viele Geschichten drüber, aber wenn wir jetzt mit einigen leichten Umformungen, Sie merken, ich lehre mich jetzt in der Mathematik, also mit einigen leichten Umformungen werden wir in diesem Symbol des Grals noch etwas anderes finden, nämlich den Ansatz,
Die Hypothese, die ich jetzt zeigen will oder nicht beweisen will, lautet, dass der Sinn des Lebens besteht darin, Freude zu schenken, Freude zu empfangen. Also Fiesta. Was heißt Fiesta? Feiern. Was kann man feiern? Man kann Jubiläen feiern. Und ja, da kommt jetzt die Mathematik rein. Jetzt können wir richtig loslegen. Ne? So, wir können Jubiläen einteilen in runde Zahlen, Schnapszahlen und Viertelhektaren. Und wir haben wunderschöne mathematische Definitionen dafür. Und wenn ich die anwende, dann bekomme ich einen Lebenslauf, einen Zeitstrahl. Und in diesem Zeitstrahl sehen wir in verschiedenen Farben kodiert, in verschiedenen Jubiläen, wir aufgetragen und der Physiker sagt gleich, oh, Bosonen. Aber das ist nur die Frage. Jedenfalls, was hier wichtig ist, ist die erschütternde Erkenntnis, wenn man 200 Jahre alt wird, also wie Anna von Helmholtz bald, hat man nur 24 offizielle Jubiläen. Das ist doch wenig. Das ist enttäuschend. Man sieht ja, es wird dünner. Es wird dünner. Und ja, die Frage, die man sich dann natürlich so vorstellt, ist, kann man da nichts machen? Ja, und man kann. Und zwar habe ich mich ja jetzt hier im Zehnersystem bewegt. So, jetzt kann ich aber noch die Zahlen in anderen Basen darstellen. Und die Definitionen, die ich vorhin gezeigt habe, die funktionieren in allen Basen. Und wenn ich jetzt also horizontal den Lebenslauf auftrage und vertikal die Basen, dann bekomme ich eine Matrix von Jubiläen. Und das kann ich jetzt auswerten. Beispielsweise das Lebensalter 24 bietet uns 9 mögliche Jubiläen in verschiedenen Basen. Die können wir natürlich nicht ausleben, wir müssen uns für eine Basis entscheiden. Aber das ist sowas wie ein Potenzial, ein Glückspotenzial. Ja? Und wenn wir das mal systematisch durchrechnen, dann bekommen wir hier eine Aufstellung des Glückspotenzials über das Leben von 200 Jahren. Es geht ja auch um das Leben von Institutionen zum Beispiel, nicht nur Menschen. Ja, was fällt uns hier auf? Man sieht, also am Anfang, da ist noch nicht viel los. Ich bin zum Beispiel 60. Ja, das geht erst gerade richtig los mit 60, ne? Also alle im Raum, die schon über 60 sind oder 60, es ist Hoffnung. Was man noch sieht, der Herr Adams lag total daneben. 42 ist keine magische Zahl. Man sieht ja, das Glückspotenzial ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern es gibt magische Zahlen. 42 ist keine. Also da stimmt irgendwas nicht. Die Kenner von seinem Buch wissen, dass die Frage ja auch nicht nach dem Sinn des Lebens war, sondern nach dem Sinn des Lebens, dem Weltall und überhaupt. Also insofern unfairer Vergleich. Aber man sieht, dass die weiteren magischen Zahlen gar nicht die Zahlen sind, die wir sonst so feiern. Und was wir noch sehen, 189, das ist das Jubiläum, das wir sozusagen jetzt hier begehen. Da liegen wir 9 Jahre zu spät. 180, das wäre der Treffer. Also, gut, aber Schwamm drüber, besser spät als nie. Nur wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Und die Frage war ja, ist die Freude der Sinn des Lebens? Und da hatte ich ja festgestellt, es gibt eine feste Anzahl von Jubiläen. Irgendwie fehlt da der Einfluss, den man auf sein Leben ausüben kann. Und wenn wir jetzt aber die Matrix andersrum auswerten, dann können wir sehen, wie viele Jubiläen in jeder Zeile sich ansammeln und sehen im Zehner, also Zehner, das ist jetzt da markiert, im Zehner-Zahlsystem werden wir im Laufe von 25 Jahren 5 Jubiläen haben. Und die Frage, die wir jetzt also hiermit beantworten können, ist, gibt es eine Basis, die uns ein Optimum an Jubiläen liefert? Und man sieht also, wenn man jetzt zu einem bestimmten Lebensalter, würde ich sagen, Lebenserwartung, man muss ja im Voraus entscheiden. Also ich entscheide jetzt, ich werde wahrscheinlich 75, dann muss ich hier hingucken. Und dann sehe ich für jede Lebenserwartung sehe ich hier so eine Verteilung, je nachdem, welche Basis ich verwende. Und irgendwo wird es ein Maximum geben. Und diese Maxima, die habe ich hier aufgetragen. Und oh Wunder, was haben wir denn da? Ein ausgeprägtes Plateau. Basis 10. Wie viele Finger habe ich denn hier? Ja. Lebenserwartung 90 bis 120. Das können wir alle schaffen, mal gut dafür. Ja? Also, meine Analyse, Eureka. Das ist der Beweis. Tatsächlich, wir Menschen sind fürs Feiern geschaffen. Ja.
Der Gral ist in uns allen. Wir haben immer nur falsch gesucht. So. Und damit bin ich also eigentlich am Ende, aber ein guter Wissenschaftler sagt sich, jetzt habe ich einmal den Beweis erbracht, aber die Gemeinschaft glaubt mir erst dann, wenn jemand unabhängig das Ergebnis bestätigen kann. Hat jemand schon gemacht? Ein Herr Chaplin hat bereits 1940 ein ähnliches Ergebnis erzielt und das ist nicht mehr so wie vorher, die grüne Markierung war vorher woanders. Also, er hat also ein ähnliches Ergebnis erzielt, es geht auch um Happiness und er hat aber ausdrücklich, hier sollte es grün sein, die Wissenschaft dafür in Haftung genommen. Die Wissenschaft soll dafür sorgen, dass alle Menschen in Glück und Freude leben. Und damit würde ich gerne schließen, nur ich würde jetzt allen, die ob dieses Ergebnisses so ein bisschen verzweifelt sind, weil man ja so eingesperrt ist in diese Basen und Jubiläen, ich für mich persönlich werde nächstes Jahr, wenn ich dann 61 bin, eine Schnapszahl feiern zur Basis 60.